Ja, also wir würden gerne mal zeigen, wie man Haselstöcke oder auch andere Zweige gut schnitzen kann im Frühling. Dazu brauchen wir vielleicht eine Säge, kleine Baumsäge. Und wir brauchen ein Schnitzmesser. Jedes Messer geht. Das ist vielleicht für Kinder besonders geeignet, weil es einen schönen Griff hat und kurz in der Klinge ist. Jetzt gehen wir erstmal eine Haselrute schneiden hier bei uns am Urselbach. Ich nehme jetzt mal hier einen sogenannten Wasserschoss von dem Haselbusch. Den säge ich hier unten einfach gerade ab. Als nächstes säge ich von diesem ganz langen Rute mal hier einen Wanderstock ab, der jetzt so ungefähr einen Meter lang ist und sich so zum Marschieren eignen würde.